Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video über den verkrauteten See hier. Wir werden hier in diesem Krautloch, das man nicht sieht um die Uhrzeit, fischen. Sieht man wirklich leider nicht. Naja, weil ich werde am Morgen so 2 Stündchen vielleicht noch mit Schwimmer versuchen, hier was zu fangen im Uferbereich. So, jetzt einmal kurz zur Montage hier. Ein 4+2 Gramm Wagler. 20 mm Hauptschnur, 20 mm Vorfach mit zwei Körper. Eigentlich ist das 28 mm. Stimmt, wir haben ja neue Schnur drauf gemacht. Hier 2 Maiskörner. Im Normalfall 3 Schaukblas. Zu der Montage von meinem Vater. Ehrlich gesagt weiß ich selber nicht, was das eigentlich sein soll. Mein Vater probiert gerne Dinge aus, ne? Zeige ich nur mal dazu. Erstmal schön angefüttert. Es gab schon wieder mal die ersten Biese. Naja. Schauen wir mal, was gehen wird. Leute, schaut, was ich hier gefangen habe. Ein schönes Rotauge. Werden wir als Köderfisch mitnehmen. Und mein Vater wechselt es währenddessen. Und auf Grundmontage gewechselt. Und fischt jetzt auf, naja, Karpfen mit Method 4. Schauen wir mal. Was? Zweiter Einwurf. Na dann schon. Na, das ist schon besser. Der erste Drill für heute. Hoffentlich nicht der letzte. Vielleicht ein bisschen aufmachen, damit er ziehen kann, mehr oder weniger. Warte ich. Okay, wir sehen uns, wenn der Fisch im Uferbereich ist, wenn wir es schaffen natürlich. Man, ich denke zwar, dass er nicht sehr groß war, aber. Mensch! Was soll ich sagen? Freilauf bei monofiler Schnur kann problematisch sein. Nein? Nein, oder? Ich glaube, da hängt was. Also, ich gehe. Was Kleines ist es vielleicht doch nicht. Nach dem unendlichen Malen, wo sich der Fisch nicht gehakt hat, geht vielleicht endlich. Ui! Vater, was hast du denn da? Ist das ein Hecht? Hä? Hä? Was? Oder ist das eine Schleie? Die ist irgendwie gründlich. Aber wie soll da eine Schleie drauf gehen? Ja, jetzt haben wir das Problem. Hä? Vater, ich frag mich nichts mehr. Ein Hecht auf Tigernuss. Was? Was ist das? Vater? Wir sehen uns. Und vor allem noch so gehängt, dass er nicht durchgebissen hat, die Schnur. Ich glaub's nicht. Ja, klar. Es ist aber auch kein kleiner an sich. Ja, so klein ist er nicht. Okay, wir holen ein bisschen Maß. Der hat hier 63 cm. Leute, wir haben hier schon einiges Komisches in diesem Revier erlebt, aber das geht zu weit. Wir sind hier auf Karpfen unterwegs, nicht auf Hechte. Und was fangen wir? Hecht. Dieses Revier ist relativ komisch. Erzähl mal damals, wo wir einen Hecht mit einem Kescher zufällig gefangen haben. Genau. Da ist der Kescher im Wasser gelegen und wir haben Rotaugen da drinnen gehabt. Naja, und da hat sich dann offensichtlich der Hecht angeschlichen. Und so gedacht, lecker, ja. Rotaugen. Und dann, naja, ist er ins Kescher reingeschwommen, wir haben ihn gefangen. Wir hoffen, dass jetzt, nachdem es ein bisschen ruhiger geworden ist,
vielleicht auch einmal was wieder los sein wird nach einer Stunde oder so. Mhm. Und scheinbar scheinen diese Pop-Ups, diese Zigarnuss-Pop-Ups relativ beliebt zu sein hier. Jo. Schauen wir, was geht. Und während wir hier so langsam anfangen zusammenzupacken, sitzt hier ein süßer kleiner Frosch im Dickicht. Okay, es war ein Fehlalarm, es war nur eine kleine Rotauge. Mein Vater fischte ganz hinten mit der... Du hast jetzt ernsthaft eine Windbose? Ich frag nicht.